Hallo und willkommen bei Roche. Ich bin Vicky. Und ich bin Katrin. Schön, dass ihr beim virtuellen Zukunftstag in diesem Jahr dabei seid. Wir sind beide Wissenschaftlerin, ich bin Biochemikerin und Katrin ist Biologin. Wir sind beide mehreren Jahren bei Roche und haben ganz verschiedene Rollen gemacht. Bevor wir euch mehr erzählen, Katrin, sagst du ein bisschen, was wir alles bei Roche machen? Gerne. Also wir sind heute hier bei Roche in Basel. Und Roche entwickelt innovative Arzneimittel und Diagnostika für verschiedene Krankheiten. Dazu arbeiten wir mit Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen, entweder Biochemie und Biologie, aber auch, was viele vielleicht nicht so wissen, aus der Medizin, der Physik, Mathematik, Informatik und viele mehr. Wir werden euch heute ein paar Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Vielleicht bekommt ihr ein paar Ideen für euren eigenen Berufsweg. Was ihr hören werdet, ist, was die Kollegen jeweils gelernt oder studiert haben, was sie jetzt Spannendes in ihren Rollen bei uns machen. Und ihr werdet aber auch sehen, wie sieht denn so ein Arbeitsplatz bei uns aus, im Labor oder im Büro. So, komm mit uns und blick hinter die Kulissen. Ich bin Marina. Ich habe Pharmazie studiert und ich arbeite als Wissenschaftlerin in der Augenheilkundeabteilung bei Roche. Ich habe mich für Pharmazie entschieden, weil ich, als ich in der Schule war, fand ich immer Fächer wie Biologie und Chemie sehr interessant. Was mich an der Forschung am meisten gefällt, ist, dass ich verstehen kann, wie Sachen funktionieren. Und ich kann heute von einem Experiment träumen und am nächsten Tag kann ich dann im Labor gehen und das Experiment planen und dann verstehen, wie es wirklich funktioniert. Was mir hier am meisten bei Roche gefällt, ist, dass man kann auch mit anderen Kollegen zusammenarbeiten, die Ergebnisse diskutieren und diese Kollegen können meistens, was man selbst nicht kann, und damit können wir uns gegenseitig ergänzen. Was mir auch sehr an Roche gefällt, ist, dass wir immer mit der neuesten Technologie arbeiten durften und dass die Kollegen auch aus einem internationalen Umfeld kommen, sodass man immer Eindrücke aus anderen Kulturen auch mitkriegt. Ich freue mich auf die Zukunft und ich hoffe, dass wir Medikamente entwickeln können für Leute, die sonst keine Alternative haben. Was ich dir empfehlen kann für die Zukunft, ist, glaub an deine Fähigkeiten, verfolg deine Träume leidenschaftlich und nimm alle Möglichkeiten, die dir geboten werden. Hallo, ich bin Sabine und ich möchte euch heute eine Kollegin aus der Forschungsabteilung hier in Basel vorstellen. Hallo, ich bin die Astrid. Ich arbeite in der Forschung in Basel, bin von der Ausbildung her Molekularbiologin und habe gleich nach der Universität bei der Roche angefangen in verschiedensten Projekten. Forscherin, aber du hast ja gar keinen Laborkittel und keine Pipette. Was genau machst du denn dann? Ja, das stimmt. Das sagen meine Kinder auch immer. Forschen, du bist nicht im Labor und du hast keine Pipette. Wie kannst du dann forschen? Also es stimmt, Pipette habe ich zur Seite gelegt. Mein Arbeitsplatz ist Schreibtisch und Computer, denn Forschung hat auch sehr viel mit Koordination zu tun, mit Management. Und der Bereich, in dem ich die Forschungskoordination mache, ist personalisierte Medizin. Was genau versteht man denn unter personalisierter Medizin? Also jeder von uns ist anders, also so wie du blonde Haare hast, ich dunkle Haare, der eine ist groß, der andere ist klein, so reagiert auch jeder von uns anders auf Krankheiten und anders auf Medikamente. Gerade bei Covid sehen wir das jetzt, manche merkt es gar nicht und andere haben einen schweren Verlauf. Und zu verstehen, warum das bei dem einen so ist und bei dem anderen ganz anders, darum kümmert sich personalisierte Medizin. Und das Ziel von personalisierter Medizin ist dann auch, wenn wir verstehen, warum jemand so auf eine Krankheit reagiert und auf ein Medikament in einer Art und Weise reagiert, dann können wir Medikamente gezielter einsetzen und auch viel gezielter entwickeln für bestimmte Krankheiten. Wie genau wisst ihr denn, bei wem was besser oder schlechter wirkt? Genau, da setzt eben die Forschung an. Das wissen wir zu einem großen Teil eben noch nicht. Und da müssen wir eben die Krankheit ganz genau und tief verstehen und auch den Patienten dahinter. Und dazu sammeln wir sehr viel Daten, Labordaten,
Gewebeproben, Sequenzierungen, aber auch mit modernen Methoden über Smartphones oder Fitnessuhren kann man auch sehr viel feststellen, wie Symptome sind, wie jemand schläft, wie sich jemand bewegt und ob sich vielleicht gewisse Besserungen einstellen in den Symptomen und Methoden in der Informatik, künstliche Intelligenz. Wenn wir dann sehr viel über eine Krankheit und den Patienten wissen, können wir Medikamente viel besser dagegen entwickeln, gezielter entwickeln und dann eben auch sehr viel wirksamere Medikamente, die weniger Nebenwirkungen haben. Hat das auch was mit Big Data zu tun? Ja, Big Data, eben ganz große Datensätze, große Datensammlungen, brauchen wir dazu eben, wenn wir Krankheiten wirklich bis ins Detail verstehen wollen und den dazugehörenden Menschen oder Patienten auch. Und Big Data sehen oft halt auch so aus. Also der ein oder andere kennt es vielleicht von zu Hause, vom Kleiderschrank. Man stopft am Anfang einfach alles rein. Und dann sieht es erstmal aufgeräumt aus, aber wenn man es dann wieder benutzen möchte und was finden, dann wird es schwierig und man muss lange suchen, findet es nicht. Und genauso ist es mit Daten oder Big Data, wenn die unordentlich sind, dann lernen wir daraus gar nichts. Also wir müssen die erst ordnen, weil wie man sich dann vorstellen kann, wenn ein Schrank so aussieht, dann weiß ich genau, ich brauche jetzt das in der Ecke oder den Datensatz aus der unteren Ecke. Und dann ist es viel einfacher und dann können wir Daten eben erst analysieren und verstehen und auch einsetzen. Und darum kümmert sich ein Teil meiner Arbeit auch, dass wir unsere eigenen Daten, aber auch Daten, die wir von anderen bekommen, ordnen und strukturieren, um die dann zu analysieren. Was fasziniert dich denn an deiner Arbeit am meisten? Was motiviert dich? Ja, also zurzeit erleben wir einen riesengroßen Umbruch in der Medizin insgesamt mit Digitalisierung, mit neuen Technologien und auch in der Art, wie wir zusammenarbeiten, länderübergreifend. Und da mit dabei sein zu dürfen und ein Stück dazu beizutragen, dass wir in Zukunft vielleicht Krankheiten sogar überhaupt nicht entstehen lassen, sondern in der Prävention schon einsetzen und unheilbare Krankheiten, die heute unheilbar sind, morgen dann vielleicht heilen können. Das finde ich einfach super motivierend und ich wüsste nicht, warum man da nicht begeistert sein könnte. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp für unsere Zuschauer? Ja, ich möchte bei euch ein bisschen die Begeisterung für Naturwissenschaften wecken. Ihr habt jetzt gesehen, Biologie oder Chemie oder Naturwissenschaften hat nicht nur mit Laborarbeit zu tun. Es gibt ein sehr großes Betätigungsfeld, sehr breit. Man kann sehr viel Gutes bewirken, sehr viel weiterbringen. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Begeisterung habt für Naturwissenschaften, macht es und ihr werdet später sehr große Möglichkeiten haben, das einzusetzen. Super, gut. Vielen Dank. Hallo Katja. Hallo. Kannst du dich kurz vorstellen, bitte? Ja, gerne. Mein Name ist Katja Kulzun. Ich arbeite als IT-Projektleiterin in der Forschung bei Roche. Ich habe zwei Kinder und wohne ungefähr seit 12 Jahren hier in der Region von Basel. Darf ich dich fragen, was hast du denn zur Ausbildung gemacht? Ich habe studiert. Mein Studiengang ist ein Masterstudiengang mit dem Hauptfach Bibliothekswesen mit dem Schwerpunkt Dokumentation. Und dann hatte ich noch zwei Nebenfächer, Informationswissenschaften und Politik. Ich habe das gewählt, weil es mich immer schon fasziniert hat, was man eigentlich machen muss, um Informationen so zu strukturieren, dass viele Leute sie nutzen können und was damit anfangen können. Das fand ich immer schon enorm spannend. Und wie genau bist du dann in der IT gelandet? Das ist dann quasi mehr oder weniger der nächste Schritt. Wenn man sich das Thema anguckt, dann wird relativ schnell klar, dass man an dem Thema einfach nicht vorbeikommt, an den informationstechnologischen Aspekten, also wie man Computer dazu benutzt, um Wissen und Informationen bereitzustellen. Und deswegen habe ich berufsbegleitend dann nach meinem Studium einfach auch noch Weiterbildungen gemacht, um als IT-Projektleiter arbeiten zu können. Was macht denn eine IT-Projektleiterin eigentlich genau? Also ganz allgemein gesagt, ist meine Aufgabe, zusammen mit vielen anderen zu definieren, was sind die Ziele dieses Projekts, welches Problem muss gelöst werden, wen braucht man dafür, welche Fähigkeiten und wie teuer wird das und wie lange dauert das. So, also meine Verantwortung ist letztendlich, das in der Gesamtheit zu organisieren und dann auch sicherzustellen, dass das, was man am Anfang gesagt hat, was man macht, auch am Ende so geliefert wird.
IT und Forschung, wie genau ist da der Zusammenhang? Wenn man sich die Forschung anguckt heutzutage, und wie sich die Forschung entwickelt hat mit der Fülle an Möglichkeiten, die man hat, um Daten miteinander zu kombinieren, um Schlüsse zu ziehen, dann realisiert man relativ schnell, dass Forschung heutzutage ohne IT nicht mehr stattfinden kann. Und viele haben vielleicht auch schon solche Schlagwörter gehört wie Big Data und künstliche Intelligenz und Automatisierung von Arbeitsabläufen durch Robotern. Und das sind alles Themen, die aus der IT kommen und dabei helfen, Forschung besser zu machen, Forschung schneller zu machen. Aber eben nur, wenn man im Team zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss wirklich zusammenarbeiten, um gemeinsam das Beste für die Forschung herstellen zu können. Was wäre denn da dafür jetzt genau ein konkretes Beispiel? Zum Beispiel ist es ja so, dass wir in der Roche nicht alleine arbeiten. Wir arbeiten ganz viel mit Laboren von draußen oder auch mit anderen Partnern, Universitäten oder Kliniken, die uns helfen, Erkenntnisse zu kriegen, die uns helfen, Proben zu analysieren, um zu verstehen, ob Medizin von uns eine bestimmte Wirkung hat. Wir bauen zum Beispiel Anwendungen, die uns helfen, die Daten von den Laboren von außerhalb sicher innerhalb in die Roche reinzukriegen, damit wir dann weitere Analysen machen können. Kannst du mir vielleicht noch sagen, was dich besonders an deiner Arbeit begeistert? Was besonders spannend ist, ist, wenn man anfängt, ein Projekt zu machen, wirklich mit allen Beteiligten zusammenzusitzen und zu definieren, was braucht man denn eigentlich? Welches Problem löst man hier gerade und wie muss man das angehen? Und was natürlich auch besonders viel Spaß macht, ist dann der Zeitpunkt, wenn man das Produkt, was man so lange gebaut hat, liefern kann und sehen kann, wie es genutzt wird und wie es wirklich hilft, die Forschung besser und schneller zu machen. Hast du zum Abschluss vielleicht noch eine Empfehlung zur Berufsfindung? Was mir immer besonders viel geholfen hat, war die Tatsache, dass ich eigentlich immer gearbeitet habe, weil ich eben denke, dass einem das hilft, praktische Erfahrung zu sammeln und eben auch ein bisschen zu mehr oder weniger zu bestätigen, ob das, was man gedacht hat, das spannend ist, auch wirklich spannend ist. Manchmal war es auch so, dass es mir einfach auch nur geholfen hat, mir zu zeigen, was ich nicht machen möchte. Ich glaube, die Leute sollten sich nicht überwältigen lassen und ausprobieren, neugierig bleiben, bescheiden sein und nicht davon ausgehen, dass man schon alles weiß und einfach Fragen stellen und mutig nach vorne gehen. Ich glaube, das ist das, was man heute braucht. Hallo zusammen, ich bin Vicky und arbeite bei Roche im Hauptsitz in Basel. Heute habe ich das Vergnügen, zwei von meinen Kollegen zu interviewen. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Aber klar, danke Vicky. Also mein Name ist Matthias. Ich bin schon seit einer ganzen Weile bei Roche. Ich bin schon seit 18 Jahren in der Firma. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker und habe viele Jahre in der Forschung gearbeitet bei Roche in verschiedenen Positionen und arbeite jetzt seit circa 3 Jahren in der Organisation Pharma Partnering, wo wir uns mit externen Firmenkontakten beschäftigen. Hi, ich bin Felicia und ich studiere gerade im 3. Semester in München technisch und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre. Und zwar studiere ich das zusammen mit Medizin. Wow. Und sie ist Felicia. Meine Tochter. Ja. Und Felicia, du hast an den Schulferien-Aushilfeprogramm bei Roche teilgenommen. Was hast du da alles gemacht? Ja, genau. Seitdem ich 15 bin, verbringe ich jede Sommerferien 3 Wochen bei Roche und habe da die ersten 3 Jahre in der Zellkultur gearbeitet. Und letztes Jahr war ich dann bei meinem Vater in der Abteilung und habe die da unterstützt. Was war das Beste an das Programm für dich? Was hat dir am meisten begeistert? Ich glaube fast, dass man, egal in welcher Abteilung man war, trotzdem noch in andere Abteilungen reinschauen konnte. Also auch wenn ich jetzt in der Zellkultur gearbeitet habe, hatte ich noch viel Kontakt zu den Leuten in der Forschung an Medikamenten und das hat mir sehr gut gefallen. Und auch bei meinem Vater letztes Jahr hatte ich noch die Chance, viele andere Abteilungen kennenzulernen, zum Beispiel die Kommunikation. Das war auch sehr interessant. Welchen Tipp würdest du anderen Interessenten geben? Also ich habe mit 15 angefangen und ich muss echt sagen, je früher man anfängt, desto mehr kann man kennenlernen und einfach immer, wenn man die Chance hat, was Neues auszuprobieren, würde ich die Chance ergreifen. Also
alles, was dich neugierig macht, würde ich ausprobieren. Sehr inspirierend, danke. Jetzt zu dir, Matthias. Du bist Felicias Papa. Was ist dein Hintergang und was machst du jetzt als Beruf? Es war ganz interessant damals. Also als ich aus der Schule gekommen bin, war so die Wahl zwischen Chemie, Biologie oder Medizin. Also ich wollte irgendwas in Richtung Forschung, Naturwissenschaft machen. Medizin ist dann ausgeschieden, weil ich wollte nicht dasselbe machen wie mein Bruder. Dann war noch die Frage Chemie oder Biologie. Und ich habe mich als Kind schon auch immer gefragt, wie ist es, wenn man mal Chemiker ist, dann versteht man wahrscheinlich wirklich, aus was jeder Stoff, jedes Material, jedes Ding aufgebaut ist. Und das fand ich irgendwie damals sehr spannend. Und ich bin dann nach dem Studium in den Auslandsaufenthalt gegangen, war für 2 Jahre auch in der Forschung in San Francisco in den USA und bin dann eigentlich schon direkt in die Pharmaforschung bei Roche eingestiegen. Ich bin da zuständig jetzt für einige der großen Kollaborationen, also Zusammenarbeiten, die wir haben mit anderen Unternehmen. Und was begeistert dich an deinem Beruf bei Roche heute? Also das, was wir machen letztlich ist, wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, zu erforschen, die Menschen dienen, die Menschen helfen, die Krankheiten bekämpfen. Und gerade in einer Zeit wie momentan mit einer Pandemie, finde ich, gibt es nichts Höheres und nichts Spannenderes eigentlich, als in so einem Umfeld zu arbeiten. Und als Papa vielleicht, hast du welche Tipps, dass du möchtest gerne weitergeben an unsere Zuschauer heute? Also wie Felicia es gerade schon gesagt hat, bleibt einfach wirklich neugierig. Warum bin ich da, wo ich heute bin? Weil ich immer neugierig war und mir überlegt habe, was kann ich machen? Wo kann ich noch was lernen? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Und das führt dann relativ schnell auch durchaus weg von dem, was man ursprünglich mal gelernt hat. Und das macht es eigentlich sehr spannend. Und bei Roche hat man diese Möglichkeiten. Auch für Leute, die keinen naturwissenschaftlichen oder medizinischen Hintergrund haben, was wirklich schon breit ist für die mit diesem Hintergrund, aber auch ohne ist es sehr, 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 sehr breit. Absolut, ja. Vielen herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit. Danke. Besten Dank. Tschüss. Ja, hallo, ich bin Florian, arbeite hier bei Roche in Basel im Bereich globale Produktstrategie. Nach der Matura habe ich ganz klassisch Medizin studiert, mit dem Ziel, als Arzt zu arbeiten. Habe mich dann aber relativ zügig umentschieden, in der pharmazeutischen Industrie zu arbeiten und bin jetzt seit 5 Jahren hier bei Roche in Basel. An der Medizin interessieren mich 2 Dinge ganz besonders. Das eine ist natürlich zu verstehen, wie der menschliche Körper funktioniert und was passiert, wenn etwas nicht funktioniert. Aber auf der anderen Seite fasziniert mich an der Medizin, dass es der breit gefächertste Bereich ist, den ich kenne. Und ihr alle wisst es, es gibt den Chirurgen, der sich um die kaputten Knochen kümmert. Es gibt den Hautarzt, der sich um die Haut kümmert. Und es gibt den Psychiater, der sich um jemandens Wohlbefinden kümmert, wenn jemand zum Beispiel Depression hat. Warum arbeite ich nun bei der Roche? Ich habe feststellen müssen, dass als Arzt, dass ich einzelnen Menschen helfen kann. Aber ich wollte mehr Menschen helfen. Ich wollte erreichen, dass mehr Menschen bessere Versorgung haben. Dass den Ärzten und den Patienten Therapien zur Verfügung steht für Erkrankungen, für die wir heute noch nichts machen können. Und da spielt die pharmazeutische Industrie, wie zum Beispiel die Firma Roche hier in Basel, eine ganz führende und wichtige Rolle. Wenn wir erforschen und entwickeln neue Medikamente für schwere Erkrankungen und stellen die dann den Patienten und Ärzten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Globale Produktstrategie. Was ist das? Zunächst mal das Wort global. Wir kümmern uns nicht um einzelne Länder, sondern wir versuchen, die ganze Welt oder viele Länder dieser Welt im Blick zu behalten. Und dann geht es um Produkte. Wir kümmern uns vor allem darum, neue Produkte den Patienten und Ärzten zur Verfügung zu stellen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn neue Produkte, neue Medikamente hier bei uns entwickelt werden, Forschung gemacht im Labor, dann werden Studien gemacht mit vielen Patienten und irgendwann ist das Produkt so weit, dass die Ärzte es verordnen können.
Aber dann müssen Ärzte auch wissen, wie sie es verordnen sollen, für welche Patienten und was zu beachten ist. Medikamente müssen auch von der Krankenkasse erstattet werden. Der dritte Begriff in globale Produktstrategie, das Wort Strategie, zielt vor allem darauf hin ab, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Hier in unseren Labors werden viele neue Medikamente erforscht. Aber wir können nicht immer alle Medikamente auf den Markt bringen. Da arbeiten wir in ganz engem Austausch mit unseren Kollegen aus der Forschung und Entwicklung zusammen, um zu entscheiden, welche Medikamente wollen wir wirklich bis zum Ende entwickeln und dem Patienten zur Verfügung stellen. Ich arbeite seit 15 Jahren nun in der pharmazeutischen Industrie und seit 5 Jahren bei Roche. Und jeden Morgen, jeden Tag lerne ich Neues dazu. Diese Faszination, niemals ausgelernt zu haben und immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu sein, das fasziniert mich und motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Als ich in eurem Alter war, habe ich viel zu stark an spezielle Berufe gedacht. Lehrer, Polizist, Arzt. Aber erst später habe ich verstanden, dass es eigentlich viel wichtiger ist, zu wissen, was einen motiviert und was einen fasziniert. Ich glaube, wenn ihr die Antworten auf solche Fragen findet, was euch wirklich Spaß macht, dann könnt ihr auch den Beruf, der euch später mal Spaß machen wird, viel einfacher finden, als wenn ihr euch von Anfang an auf ganz spezielle Berufsbilder fokussiert. Ich bin Florina, ich bin von Basel und arbeite bei der Roche Pharmaschweiz. Also ich habe Biologie studiert an der Uni Basel, Molekularbiologie. Mich hat eigentlich der Mensch schon immer interessiert. Der Mensch ist so komplex, wir wissen noch nicht alles vom Mensch. Und ich habe das immer spannend gefunden, genauer zu verstehen, was da eigentlich alles läuft in unserem Körper und wie eigentlich das alles funktioniert. Und zwar im ganz, ganz, ganz kleinen Bereich. Danach hat aufgrund von dem auch bin ich dann in Forschung und habe dann im Labor geschafft und habe dort meinen Doktortitel gemacht, und zwar im Spital. Das Spital hat mir extrem gefallen, das Umfeld. Man ist nur beim Patienten gesehen, man hat gesehen, dass man alles gemacht hat für die Patienten. Dann habe ich gefunden, okay, da bleibe ich jetzt ein bisschen. Und bin dann nachher in ein Labor und habe dort in der Diagnostik geschafft im Spital. Trotzdem habe ich dann irgendwie gefunden, ich brauche eine neue Herausforderung, irgendetwas anderes. Und weil ich ja von Basel bin, ist mir der Turm, der Rostturm, habe ich mir so gedacht, was passiert eigentlich dort? Ich habe gewusst, da werden Medikamente hergestellt, aber was eigentlich noch alles hinter dran ist, habe ich eigentlich nicht gewusst. Ich dachte, schauen wir uns doch das mal genauer an. Ich habe mich dort beworben und arbeite jetzt seit 2 Jahren, fast 3 Jahren, in der Roche Pharmaschweiz. Also, ich möchte euch das so vorstellen, wie ihr euch stetig weiterentwickelt, euer Wissen wird grösser, ihr kommt auch immer jedes Jahr in eine neue Klasse, ihr verbessert euch. Probieren wir auch bei der Roche, basierend auf der Forschung, immer wieder neue Medikamente zu entwickeln für unsere Patienten. Und zwar auf der ganzen Welt. Ich schaue, dass die Medikamente für die Patienten in der Schweiz zur Verfügung stehen. Was heisst das eigentlich konkret? Wir müssen schauen, dass es eben, wie gesagt, verfügbar ist, dass das Medikament einen Preis bekommt. Das schaut man dann zusammen mit dem Bund an und diskutiert den Preis. Danach müssen wir natürlich die Ärzte Bescheid wissen, dass es das Medikament gibt. Wir müssen aber auch verstehen, wie sie das Medikament einschätzen, wo sie es für den Patienten einsetzen würden. Genau, das ist eigentlich das, was ich mache. Mein Biologiestudium bringt mir eigentlich relativ viel, und zwar zu verstehen, für was das Medikament da ist, also dank meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund. Denn durch das wir auch relativ viel mit Ärzten diskutieren über die neuen Medikamente und wir auch probieren zu verstehen, eben, wo wird sie der Arzt am besten einsetzen, ist es, glaube ich, relativ hilfreich, dass ich die Abläufe von der Krankheit verstand, dass ich verstand, wie ein Medikament genau wirkt. Ich glaube, da hilft mir schon, dass ich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe. Meine Take-Home-Message an euch ist, macht wirklich das, was euch interessiert. Du fährst schon mal nebenan an, dann hast du irgendeine Vorstellung und sagst, okay, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich will ins Labor. Dann bist du dort und dann merkst, ich will aber irgendetwas anderes machen. Dann hast du ein Interesse. Basierend auf deinem Interesse findet man immer einen Weg, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da müsst ihr offen bleiben und keine Angst haben davor. Das ist ganz wichtig, neue Sachen auszuprobieren. Auch bei Sachen, wo ihr denkt, kann ich das überhaupt mit meinem Hintergrund? Wenn das Interesse da ist und Motivation ist, dann schafft man das immer. Mein Name ist Sabine Pfister, ich arbeite in der Qualitätssicherungsabteilung für Product Development.
in der Pharmakovigilanz, das ist Arzneimittelsicherheit auf Deutsch. Und in der Abteilung kümmern wir uns hauptsächlich darum, dass die Kollegen in den Abteilungen, wo Medikamente für Patienten entwickelt werden oder auch Medikamente, die schon auf dem Markt sind, überwacht werden in Bezug auf ihre Sicherheit für den Patienten und die Nebenwirkungen, die da auftreten könnten, damit die Ärzte und die Patienten wissen, wie so ein Medikament gut wirkt. In der Qualität sorgen wir dafür, dass die Prozesse entsprechend gut ablaufen. Wir geben Training an die Kollegen, damit sie besser arbeiten können und auch entsprechend das so gestalten können, dass Medikamente möglichst schnell und möglichst sicher auf den Markt kommen. Wir bekommen auch Feedback von Patienten und Ärzten, was es wirklich bringt für Patienten überall auf der Welt, dass sie zum Beispiel etwas länger leben, besser leben, vielleicht sogar ganz gesund werden, länger Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Und von daher macht es ganz viel Freude. Es ist auch sehr flexibel, also es ist nicht langweilig. Jeden Tag kann was anderes passieren. Man muss sich immer auf was Neues einstellen. Und das ist besonders spannend. Vom Werdegang her, ich habe Abitur gemacht, ganz normal in Deutschland. Habe dann erstmal, weil ich mich für ziemlich viele Sachen interessiert habe, ich wusste gar nicht so genau, was man eigentlich genau werden will im Leben. Und dann hatte ich die Chance, eine Bankausbildung zu machen. Mit der Zeit dann habe ich gemerkt, dass so Finanzen und das ist dann doch alles ein bisschen trocken und nur Kredite und so, das war nicht so, was mich wirklich interessiert hat, und habe mich dann daran gemacht, mein eigentliches Traumstudium anzugehen an der Universität. Das war Molekularbiologie und Neurowissenschaften, weil ich habe mich immer schon sehr für Wissenschaft interessiert und hatte dann die Chance, meine Diplomarbeit mit der ehemaligen Ziba Geigy hier in Basel durchzuführen in den Neurowissenschaften und habe dadurch dann den Zugang zu bekommen, was es für Jobs gibt in der Pharmaindustrie, und habe direkt nach dem Studium dann auch in der Arzneimittelsicherheitsqualitätsabteilung einer Firma angefangen, in Basel zu arbeiten. Lebe mittlerweile in der Schweiz seit über 20 Jahren, Familie, 2 Kinder, 2 Katzen auf dem Land. Man kann von dort auch in die Stadt kommen, ist alles kurze Wege. Man kann auch gut von zu Hause arbeiten. Alles das ist sehr flexibel und trägt natürlich zur Lebensqualität bei. Als Tipp würde ich dann doch mitgeben an alle euch, die ihr euch überlegt, was wollt ihr mal werden im Leben. Einfach Chancen wahrnehmen, die sich einem bieten im Leben. Es muss nicht immer gleich ein Traumjob sein, aber letztendlich alles, was man im Leben angeht, anfängt oder auch wieder aufhört, gibt einem ein Stück mehr Erfahrung mit auf den Weg, dass man dann im Job, was immer man auch macht, später entsprechend anwenden kann. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, was man eigentlich genau studiert hat oder was man dazwischen gelernt hat, weil alle Dinge können am Schluss zusammen wieder nützlich sein. Wenn es die Chance gibt, zum Beispiel ins Ausland zu gehen, die Chance hatte ich auch mit 6 Monaten Aufenthalt in Tokio mit einer Firma. Und nicht nur, dass man lernt, was es dort für andere Arbeitsweisen gibt, andere Verhaltensweisen, anderes Essen, aber es macht einen dann auch entsprechend flexibler im eigentlichen Jobleben, weil man halt diese Erfahrungen dann doch einbringt über all die Jahre hinweg. Und alles zusammen gibt einem dann die Lebenserfahrung und die Lebensqualität mit, damit man dann seinen Job jeden Tag mit Leidenschaft und Spannung, Passion leben kann. Geht einfach drauf zu. My name is Julien Boileron. I am the head of medical in Roche Diabetes Care. So what I wanted to talk to you about today were a few things. One, what is diabetes? The second is, what can Roche do for people with diabetes? And then I wanted to say a little bit about myself, how I got there, and invite you to join us in the future. So diabetes is a very common disease. More than 500 million people on the planet live with diabetes. It's a disease where people cannot use the sugar they are eating, and sugar is the energy. So how can we help them to live a normal life when they are
not able to process the sugar. The solutions we can offer are, how do they measure their glucose, their sugar levels? How do they bring that data into an app that is cool to use, that can give them the right level of information of how much to eat, how much to exercise, and how much insulin they need, day and night. So you see, it's digital solutions, apps, that can really help people with diabetes every day. And on top of that, what is super important is that you do that all your life. So the applications need to be funny to use, they need to bring a sense of community, and that's why we have this super app called My Sugar. You can have a look, download it, play with it, and give us some feedback on how can we improve the app. So how did I got here? I am actually a doctor by training. I studied medicine in Paris. I'm in the industry in Roche for 20 years. I've done different jobs in various locations. My passion is about providing better health for people. Tomorrow, yes, please consider studying medicine, but also any other topic or studies you would like to do in the field of technology, data, digital innovation, because that's what people will need in the future.